Ein weiteres Mal sitzt er mir zur Seite, Georg Ecker von der ACC Tierklinik in Rosenthal, und ein weiteres Mal starten wir mit Tierisch Gfrogg, unserer Sendereihe, bei der du dich, lieber Georg, ja bereit erklärt hast, die Fragen unserer Seherinnen und Seher rund um das Thema Hund, Katze, Maus zu beantworten. Beginnen wir gleich wieder mit der ersten Frage, die kommt von Luis aus Voitsberg und dreht sich um seinen Hund. Ja, und der Hund hat anscheinend eine unschöne Angewohnheit, er rutscht nämlich mit seinem Hinterteil auf dem Boden herum und leckt den Dreck auf. Und nachdem der Hund kastriert wurde, ist das Ganze eigentlich noch schlimmer geworden, und er möchte jetzt wissen, warum das so ist, ob es eigentlich jetzt wirklich schlimm ist und was das Ganze zu bedeuten hat. Ja, also die Kastration hat viele Vor- und Nachteile, aber ist sicher nicht immer das Hilfsmittel zum Zwecke von allem, sage ich einmal. Also es ist, das Rutschen am Hinterteil kann viel sein. Es kann sein, dass das Tier verwurmt ist, dass das Tier eine verstopfte Analdrüse hat, dass es irgendwie juckt im hinteren Bereich und deswegen das Tier sich immer rutscht. Das wird wahrscheinlich schon alles angeschaut worden sein. Warum es jetzt den Dreck aufleckt, ist auch immer so eine Sache. Früher hat man immer gesagt, dass vielleicht Mangelernährung oder der Mangel an irgendwelchen Mineralstoffen vielleicht dazu führt, dass sie dann Wände abschlecken, Dreck auflecken. Mittlerweile ist man drauf gekommen, dass das anscheinend nicht der Fall ist. Es klingt schon auch ein bisschen wie ein Tick vielleicht, dass es einfach eine Angewohnheit ist, dass der Hund sich angewöhnt hat, oder welche sich der Hund angewöhnt hat, und dass man das sehr, sehr schwer manchmal herausbringt. Oft ist es Langeweile, und dann fangen sie mit gewissen Ticks an, worunter auch dieses Lecken am Boden sein kann. Wie oft kommen jetzt eigentlich solche Ticks bei Hunden oder bei Tieren vor? Ich glaube, fast dann jeder hat einen Tick, so wie wir Menschen. Aber es ist wirklich, also man kennt das zum Beispiel von Pferden, die das Koppen an den, die so komisch nagen an den runden Zäunen, die nagen sich die Zähne ab. Dann das Schweifnachlaufen beim Hund im Zwinger, ist eigentlich ein Zwingerverhalten, ist ein Tick. Genauso das Pfotenschlecken, wenn es nicht allergisch bedingt ist, ist es oft einfach ein Tick. Also ich will solche Sachen jetzt nicht abtun, dass es keine Krankheit wäre, aber sehr häufig sucht man alle möglichen, macht man alle möglichen Diagnosen, man sucht, der Tierarzt ist unzufrieden, der Besitzer ist unzufrieden, weil man nicht draufkommt, und im Endeffekt stellt sich dann vielleicht heraus, dass es eine schlechte Angewohnheit ist. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Diese kommt vom Herbert aus Köflach und beschäftigt sich mit den Kaninchen. Der Herbert plant oder hat ein relativ großes Freigehege mit 3x3 Metern für seine Kaninchen gebaut, wo sie Tag und Nacht drinnen sein können, und möchte jetzt eigentlich wissen, ob die Kaninchen ins nasse Gras dürfen, beziehungsweise möchte er noch dazu sagen, dass sie eben diesen trockenen Unterschlupf haben. Also das Ganze klingt gut, oder sehr gut sogar. Auslauf ist für die Tiere immer das Beste, gerade für unsere Kaninchen. Bricht mir immer das Herz, wenn ich zwei Kaninchen sehe, die irgendwie auf einem Quadratmeter in der Wohnung gehalten werden. Und daher finde ich es toll, wenn sich so Außengehege durchsetzen. Und wenn ich einen sauberen, trockenen, windgeschützten Unterschlupf habe, dann können die Tiere auch das ganze Jahr über, auch im Winter, theoretisch im Freien bleiben. Und ich glaube, dann erübrigt sich auch die Antwort auf das nasse Gras. Also natürlich können sie dann auch durchs nasse Gras hoppeln. Die putzen sich wieder, die werden wieder trocken. Aber eben, es soll ein windgeschützter und trockener Unterstand vorhanden sein. Warum dürfen Kaninchen jetzt eigentlich nicht ins nasse Gras? Naja, auf Dauer kann es natürlich zu einem Schnupfen kommen, zu einer Infektion kommen. Und gerade bei jungen Kaninchen, jungen Tieren, bei Babys, bei uns Menschen, die sind dann meistens auch nicht so, haben nicht so gute Abwehrkräfte, und da ist es dann oft wirklich gefährlich, dass sie das auch nicht überleben.
Ich sage wieder Dankeschön, Georg, für deine Zeit, für deine Bereitschaft, die Fragen unserer Zuseherinnen und Zuseher zu beantworten. Ja, und für Sie gilt wieder, wenn Sie Fragen haben, dann schicken Sie uns diese einfach an office@kanal3.tv und wir werden sie dann in einer unserer nächsten Sendungen beantworten.